Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Penny Haul. Heute haben wir unseren Wocheneinkauf nicht bei Lidl, sondern bei Penny gemacht und war wieder alles alle. Deswegen mussten wir jetzt leider wieder einkaufen gehen. Starten wir mit dem größten Paket von allen. Ich habe Toilettenpapier sanft und geschmeidig von Penny, von der Eigenmarke gekauft. Ich glaube, das hatte ich noch nicht, oder? Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Mal gucken, wie das ist. Ich mag es ja nicht, wenn es so dünn ist. Also es soll schon so ein bisschen fester an der Hand liegen. Dann habe ich Schokokeks wieder mitgenommen mit Milchcreme. Also die essen wir alle so mal zwischendurch. Ich mag die relativ gerne und wenn ich mal anfange damit, dann wirklich, dann muss ich mich zurückhalten. Das ist eins meiner Lieblingssüßigkeiten, muss ich gestehen. Dann haben wir noch Penny Fusilli genommen. Brauche ich immer mal ein Haus. Ich glaube, wir haben... jetzt seid ihr fast runtergefallen hier. Ich glaube, wir haben nichts mehr. Ich muss euch mal ein bisschen hier zur Seite rücken. So geht es, glaube ich. Und Eier aus Bodenhaltung habe ich ein Paket mitgenommen, weil wir noch etwas da haben. Nicht mehr besonders viel, aber ich glaube, das reicht noch ein paar Tage. Eier gehen bei uns weg wie warme Semmeln. Apropos warme Semmeln, die habe ich auch. Also ich habe ganz warme Brötchen heute. Die sind irgendwo da unten in der Tüte. Moment. Langkornreis, auch von der Penny Eigenmarke. Bei solchen Sachen kaufe ich eigentlich immer gerne die Eigenmarken, ob es Penny ist, Lidl oder Edeka, gut und günstig und wie sie alle heißen. Ich finde, die schmecken genauso gut, obwohl ich tatsächlich diesen Reis nicht so gerne mag, einfach weil er sehr körnig ist. Also er, ne, er bleibt so ein Stückchen, also er klebt nicht und ich mag sehr gerne klebrigen Reis, aber meine Family nicht, deswegen muss ich leider den nehmen. Man passt sich ja an. Zweimal Markenbutter brauche ich, weil ich würde gerne Kuchen backen. Ich habe noch zwei und Butter geht da richtig viel rein. Und ich habe einmal Hähnchenfilets mitgenommen, glaube ich 2,99 im Angebot oder so. Ich meine mich zu erinnern. Muss immer aufpassen, dass ich darauf achte, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum noch ein paar Tage hin ist, weil ich immer nicht genau weiß, wann wir das machen. Aber ich glaube, ich mache es heute, weil wir haben echt überhaupt gar kein Fleisch mehr. Das ist natürlich wieder typisch mein Mann. Grüne Bananen eingepackt, würde ich ja im Leben nicht machen. Die brauchen mindestens 3 Tage, bis sie überhaupt essbar sind. Also ich hasse ja nichts mehr als grüne Bananen. Naja, ich habe es ihm schon so oft gesagt, aber er nimmt immer wieder grüne. Chiquita durfte diesmal mit in seinen Einkaufskorb. Außerdem haben wir Äpfel gekauft, weil er es immer noch nicht geschafft hat, Äpfel aus dem Garten zu holen. Naja, die kosten 1,49 und wenn man so ein, ich weiß nicht, sind da 2 Kilo drin oder 3 Kilo, haben 2,99 gekostet, hätte ich lieber geholt. Also dieses große Paket in der Tüte, weil ich würde gerne einen Apfelkuchen machen, da brauche ich ein paar Äpfel für. Aber die gefielen mir nicht, deswegen habe ich die mitgenommen. Die schmecken eigentlich immer richtig gut. Sind Snack-Äpfel, klein und lecker. Ich weiß nicht, ob es die nur hier bei uns auf dem Dorf gibt oder ob die auch so gesamt-Penny-markttechnisch zu haben sind, das weiß ich leider nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Dann habe ich noch Penny cremiger Frischkäse. Davon habe ich 4 Stück gekauft. Wo die alle sind, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Tomatenmark habe ich auch überhaupt nicht mehr. Normalerweise nehme ich ja immer das Paket vom Türken. Aber da wir da im Moment wirklich nicht hinkommen, musste ich ausweichen. Waffeltörtchen habe ich auch mitgenommen. Mal gucken, wie die schmecken. Das sind... Waffeln mit Haselnusscreme. Also ich mag ja keine Waffeln, aber die Family, deswegen habe ich einmal das mitgebracht. Und Mandarinen, die waren schon ziemlich vergriffen, denn dieses Netz hat 1 Euro gekostet. Ganz genau 1 Euro, aber wie ihr seht, sind schon ein paar braune Stellen dran. 1 Kilo, 1 Euro. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Pakete mitgenommen. Hier ist noch eins. Ich glaube, ich habe 3 davon genommen. Also jetzt haben wir hier 2. Ich hoffe, die schmecken. Wollen wir es mal ausprobieren? Weil Mandarinen, da bin ich echt pingelig. Also sie dürfen nicht nach nichts schmecken und sie dürfen auch keine Kerne haben, sonst esse ich sie nicht. Und sie dürfen auch nicht sauer sein. Süß, saftig und gut schmeckend, würde ich mal sagen, so für meine Begriffe. Ja, die sind so ein bisschen, die Schale ist nicht ganz so knackig, würde ich jetzt fast mal sagen. Ist so ein bisschen älter, so, ne, sieht man auch, glaube ich. Sehr, lässt sich sehr leicht schälen. Ich mag auch nicht, wenn man die Mandarinen nicht schälen kann, dann esse ich sie auch nicht. Das ging jetzt gut, aber... bisschen so, als wären die vom letzten Jahr, aber ich weiß es nicht. Also wie gesagt, so denke ich mal, könnte man das beschreiben, wenn man es in der Hand hat. Ich probiere mal. Die sind lecker, wirklich. Die sind süß, aber auch nicht zu süß, ein bisschen säuerlich, haben viel Saft, also werde ich mal mehr kaufen sollen. Ich hoffe, ich habe 3 Pakete, ich bin nicht ganz sicher.
Einmal Vollmilch 3,5%. Die Kinder sind ja hier und deswegen kaufe ich immer auch mal Milch und noch ein Paket und noch eins. Sonst würde ich ja einen ganzen, also 12 Stück kaufen oder 10, aber da ich ja nicht mehr so viel Milch trinke oder fast gar nicht mehr, reicht das erstmal. Weiße Waffel American Sandwich Scheiben habe ich wieder mitgebracht. Ich wollte eigentlich die Vollkorn Scheiben haben, aber ich habe mich vergriffen. Das habe ich dann leider, ja, diesmal nur, dass ich, also ich hätte es lieber so mit die so ein bisschen bräunlich drin, da hat man so ein bisschen mehr Geschmack im Mund, finde ich. Alpenvollmilchschokolade, Nuss und das war es, glaube ich, auch schon mit Süßigkeiten. Dafür habe ich jetzt hier 10 warme Semmeln, 10 warme Brötchen, die sind inzwischen aber schon wieder so ein bisschen abgekühlt, leider, da muss ich gleich mal eins essen. Ich esse die ja immer so, ne, ohne irgendwas drauf, wenn die weich sind, warm sind. Sahne, Joghurt, Eimer mitgenommen. Ich möchte nämlich gleich Spanak kochen. Spanak ist Spinat auf türkische Art und Weise. Mal gucken, ob ich das dann auch in einem Video mitdrehe. Guckt übrigens auch auf meine Rezepte, in meine Playlist für türkische Rezepte. Da packe ich die immer rein, die Sachen, die ich koche. Aber ich koche auch viel in den Vlogs. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr da auch immer reingucken. Ich habe auf jeden Fall auch nochmal San Fabio Spaghetti mit Tomatensauce mitgenommen. Für den Notfall, falls wir keinen Bock haben zu kochen und aber richtig Hunger haben, dann mache ich das gerne, weil ich esse das wirklich sehr, sehr gerne und die Kinder auch. Aber ich mache es nur ab und zu mal, wenn... Ja, Ausnahme. Jetzt haben wir nochmal 2x Frischkäse hier gefunden. Ich sagte ja, ich hatte 4 Pakete gekauft. Wieder dieses Vital und Fit Brot, ne? Hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch schon in meinem Einkaufskorb. Ist alle, haben alle ganz gern gegessen. Ich habe diesmal auch Espresso mitgenommen von Magico Café. 100% Arabia aus Brasilien. Ich weiß nicht mehr genau, wie der schmeckt, aber... Also so mal ehrlich, also ob das jetzt Marke ist oder nicht, ob es jetzt ein teurer ist oder nicht, ich kann da einfach nicht so einen Unterschied erschmecken im Kaffee. Also ich trinke ja diesen Espresso sowohl als Kaffeecrema morgens, also weil meine Maschine nur ein Fach hat, wo ich die Bohnen reintun kann, da sieht man das auch. Und wenn ich dann auf Kaffeecrema drücke, dann sind die zwar aus den Espresso-Bohnen, also da habe ich eigentlich dann schon den richtigen Geschmack, aber ich kann da keinen Unterschied herausfinden. Teuer oder billig, mir egal. Penny, noch einmal Frischkäse. Jetzt kommt der Spanak, das heißt Spinat auf Türkisch. Den werde ich klein schneiden und dann mit einer Knoblauch-Joghurt-Creme sozusagen anrichten. Mal schauen, ob ich das mitdrehen kann, wenn ich Lust habe heute dazu. Das weiß man noch nicht. Ich habe auch Rosenkohl mitgenommen. Der Spinat hat, glaube ich, 1,29 gekostet oder 1,39. Der 1,29 meine ich. Der Rosenkohl, den mache ich auch gerne mit so einer Cremesoße, so ähnlich wie eine Soße Hollandaise mit Kartoffeln. Schmeckt auch immer lecker. Aber ich weiß noch nicht genau, wann ich das mache. Ich muss hier hinten an meine Einkaufstasche. 4 Birnen haben wir mitgenommen, weil richtig was an Obst und so Gemüse, was mich angesprochen hat, habe ich heute ehrlich nicht gefunden. Wir sind auch gegen Mittag gegangen und es war schon relativ leer, der Pennymarkt. Also hier auf dem Dorf geht man ja eher auch vormittags einkaufen. Vielleicht war alles ausverkauft. Ich weiß es nicht. 4 Birnen, 2,49 das Kilo. Außerdem, wenn ich mich jetzt hier schon mal umdrehe, haben wir natürlich auch einmal oder zweimal Wasser und zwar ja, die normale Stufe Sprudel trinkt mein Mann und einmal ohne, also stilles Wasser. Aber da hatten sie keine kleinen Flaschen. Ich nehme lieber kleine Flaschen als so große. Aber gut, hatten sie nicht. Deswegen habe ich einmal die mitgebracht. Kartoffeln auch. Die kosten alle 1,99 und es gibt verschiedene Ausführungen. Es gibt ganz kleine, größere, mittlere. Ich habe jetzt die genommen. Bio, glaube ich, auch. War jedenfalls alles 1,99. Deswegen habe ich das genommen. Die fand ich am besten, weil große Kartoffeln kann man immer besser schälen, finde ich, weil ich mache ja doch oft Salzkartoffeln oder ich koche sie auch so und diese kleinen Flubbelkartoffeln, da schäle ich mich immer wirklich kaputt mit, habe ich gar keine Lust. Lieber groß, geht schneller und ja, ich hoffe, sie schmecken, weil die dürfen nicht mehlig sein. Mehlige Kartoffeln mag ich gar nicht, müssen schon festkochend sein. Ich hoffe, es ist es, weil ohne Brille kann ich das nicht sehen oder vielleicht kann ich es ja doch hier im... Nee, mehlig kochend steht drauf, aber... Schauen wir mal. Ich verlasse mich da nicht drauf. Meistens sind die dann doch relativ fest, sodass ich sie gut essen kann. Ja, liebe Leute, das war's schon. Wieder relativ viel geworden. Ich habe ausgegeben 56 Euro. Schieß mich tot.
für alle, die sich für die Preise interessieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich verabschieden wollen für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!